MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Karrieremodus mit AC Milan. Wir spielen heute gegen Catania. Und ja, letzte Folge haben wir bitter nochmal das 1-1 reingekriegt. Das war echt ärgerlich. Und ja, vielleicht schaffen wir heute wieder mal was rauszuholen für unsere Mannschaft. Wir sind im Moment, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe, auf Platz 10. Platz 10 ist, naja, so lala. Ja. Machen wir einfach mal direkt weiter an der Stelle, ne? 1-1 ist ja schon mal der Anfang, ne? So. 1-1, ich glaube, ja, Platz 10 sind wir. Ich weiß nicht, ob man die gut hier unterscheiden kann. Ich dachte, das wäre okay von den Farben. Ah, sieht nicht gut aus. Man kann die schon an den Beinen ganz gut unterscheiden. Aber wenn man so auf den Ball achtet. Boah. Achtung, da kann der sich ganz schnell mal verletzen. Catania, kein ganz so starker Gegner, wie ich hoffe. Hoffe, aber man weiß ja nie. Ne? Die Schwächsten können hier mal ein ganz schnelles Genick brechen. Vermeintlich Schwächsten. Und da kommt erstmal eine schöne Flanke. Gut abgewehrt. Und jetzt nutzen wir den Konter. Sehr schön. Menez. Uhuhu, okay. Ah, und direkt in die Arme. Eieiei. Ach, da versuchen wir sofort drauf zu gehen. Das ist immer so mein Problem. Das mache ich immer falsch. Ich weiß. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Wo läuft er denn da oben hin? Ach so, hier hin, damit er den Ball da kriegt. Eieieiei, okay. Ich sehe da oben. Nee, da wollte ich gar nicht hinspielen. Aber auch okay. Mann. Also wir kämpfen uns hier rum. Aber. Oh, shit. Okay, da musste erstmal weg. Super. Menez. Über die Außen. Ja, erstmal schön in die Füße gegrillt. Ganz klar. Gelb. Okay. An der Position können wir jetzt mal versuchen, den Ball schön reinzuzirkeln. Oder kann ich den versuchen, raufzuziehen? Wie stark ist denn Halilovic? Oh, Kraft ist nicht so gut, ne? Vieto könnte es probieren, hat aber nicht so gut eine Fee. Braucht einen vielleicht mit mehr Kraft. Rami hat 85 Kraft. Oh, wir ziehen das Ding jetzt mal hier rein. Ah, fehlt ein bisschen. Die letzte Präzision. Und ich habe auch nicht L1, glaube ich, gedrückt. An der Stelle muss man immer L1 und vorne drücken, damit der schön zick, gerade und hart kommt und dann sich nochmal absenkt. Ich weiß ja auch nicht, ob das nachher zu viel Power wieder rein war. So, dazwischen. Oh, geh weg. Super verteidigt, sehr schön. Das war wunderbar. Nein. Da bewegte sich dann in der letzten Minute. Eieieiei, 30 Minuten gespielt. Und es steht noch 0-0. Ja.
Ich hab ihn doch, warum pfeifst du abseits? Warum? Okay. Also die Pässe mal wieder super mega ungenau. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Da muss ich erstmal eine Sekunde still sein. Oh, ich dachte, ich könnte da noch hinspielen. Dann wäre ich da in der Mitte durch gewesen und dann bam. Einfach reingezogen. Okay. Oh, schöner Schuss. Der Torhüter aber pariert. Wunderbar. Also, Freunde. Zack, erstmal hier das Ding zu. Stellen. Arsch. Fuck. Verdammt. Das will ich nur ablegen wieder. Das haben wir uns auch schon gedacht. Er ist so scheiße, ey. Er ist so scheiße. Er soll ihn wegblanken. Was macht er? Er verhält einfach mit seinem Körper. Richtig geil, richtig geil. Epic Fail. Das gibt's ja überhaupt nicht. Erstmal hier den. Ja, Rami. Er ist so fett. Er ist so fett. Oh, joi. Oh, El Shaarawy liegt da halbtot auf dem Boden, kann den Ball gar nicht mehr annehmen. Schade. Ich habe nicht rechtzeitig gesehen, dass er da nicht mehr stand, sondern nur noch lag. Oh, erst Halbzeit gleich vorbei. Komm. Das kann doch alles nicht sein, ey. Ihr alten Arschgeigen. Super, das war's mit der ersten Halbzeit. Sieht doch schon mal ganz okay aus. Wunderbar. Ich hätte jetzt natürlich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Tore schießen. Tore. 1-3, ja. Hm. So, ich will ganz kurz den Stick nochmal hier ein bisschen trocken wischen, damit ich mehr Dampf beim Lenken habe. Mhm. Unten wird schon mal wieder abgegrenzt. Sehr schön. Kommen wir leider nicht durch. Schön verteidigt. Ja, kommt die Pille wieder nicht an. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir es mal geschafft hätten. Ja. Pfeif doch. Was du willst, Schiri. Pfeif doch. Den ganzen Tag. Gut. Jovic kommt da über die Außen. Geht da in die Mitte. Wird jetzt hier hinten. Leicht überrascht. Und der Pass auf El Shaarawy will da einfach nicht gelingen. Ja. Können wir weitermachen. Scheiße. Zu früh. Ischilio. Und es gibt einen für unseren Gegner. Ich habe den da versucht, so möglichst. Ah, shit. Oh, shit. Sehr gut abgefangen. Oh. Jungs, spielt den Ball. Nehmt ihn doch an. Da ist doch schon wieder nichts gewesen. Ich habe auch schon so oft von meinen Gegnern eine reingebrettert bekommen. Aber so richtig hart. Und da hat der Schiedsrichter sich auch nicht drum gekümmert.
Scheiße. Was denn schon wieder, Schiri? Was denn? Oh. Was? Wie kriegt der... Was? Gogo Gadgetto Beine oder was? Okay. Sehr schön. Langer Ball. Nimm ihn an. Nein. Ey, das ist so heftig. Wir müssten eigentlich jetzt hier langsam mal wechseln. Und das machen wir auch genau in dieser Millisekunde. Okay, De Jong ist wieder mal völlig fertig. Wir bringen Vujalovic mal Honda rein. Und Niang... Vieto, so. Einmal ganz kurz geguckt, das hat hier nämlich gebimmelt, gerade auf meinem Handy. Das ist mir manchmal ganz wichtig. Okay. Dranbleiben, wir haben das Ding. Sehr gut. Was? So fucking Hölle. Er sollte den einfach nach vorne ziehen. So. Ah, scheiße, ey. Die kämpfen uns hier echt doof. Ja, ach, da sieht er mal wieder nichts, wie er mir einfach die Beine wegtritt. Ja, da sieht er nichts. Aber überall gibt er immer Vorteil. Dieses Arschloch-Schiedsrichtergespann. Ey, fickt euch, ihr blöden Hurensöhne. Ja, das ist doch so scheiße. Ein Bodycheck nach dem anderen ins Gesicht. Grätscht mir in die Beine oder sonst was und interessiert den einfach echt einen Fuck. Ah, schade. Okay. Ich glaube, wir schaffen es wieder nicht, hier ein Ding reinzuziehen. Ah, scheiße, da sind noch andere. Nein. Ich krieg echt hier gleich einen Abdreher, ey. Das gibt's ja nicht. Jetzt gehe ich super turbo-offensiv. Oh, scheiße. Kommt schon. Ja, vorbei. 0-0. Gar nicht mehr die Pille nach vorne bekommen. Gar nichts. Super scheiße. Ah, verdammt. So wenig Schüsse in einem Spiel. Das kotzt echt an. Was ist jetzt hier? Vaduz. Ja, kann ich sie mir was fragen? Rotieren mal ein bisschen, ja. Shit, ey. Da war mehr drin. Aber ich habe es echt nicht gebacken bekommen. Wir brauchen mal ein paar andere Tabellen hier. Platz 8. Okay. Mit 7 Punkten. Na gut. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Spieler des Monats wurde bekannt gegeben. Es ist Lorenzi. Okay. Gut, dann sage ich danke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.